Hallo, herzlich willkommen in Kettwig. Ich weiß natürlich, dass viele von euch hauptsächlich wegen unserer wunderschönen Altstadt zu uns kommen. Aber in diesem Video zeige ich euch, dass Kettwig mehr bietet als nur diese Mischung aus Idylle und Historie. Ja, auch in dieser mehr als 1000 Jahre alten Stadt ist man in der Moderne angekommen. Und das zeige ich euch jetzt. Kommt einfach mit. Was macht eigentlich eine Stadt lebendig? Nein, es sind nicht Cafés, Restaurants, Shops, Kneipen. Es sind in erster Linie Menschen. Und unter Menschen gibt es zwei Arten. Es gibt die Macher und es gibt die Nutznießer. Aber Kettwig hat das Glück, dass hier sehr viel fleißige Macher leben. Das sind die Bürger, die in ihrer Freizeit unterhaltsame Events organisieren, wie zum Beispiel den Oldtimer. Aber wenn euch historische Fahrzeuge nicht so interessieren, dann geht doch zur Langen Tafel. Die Lange Tafel ist eine Veranstaltung, die vom Kettwiger Heimat- und Verkehrsverein ins Leben gerufen wurde und war von Anfang an ein voller Erfolg. Ein Fest von Kettwigern für Kettwiger. Man kann einen Tisch buchen und Essen und Trinken mitbringen, man kann Spiele mitbringen, man kann singen, man kann tanzen. Ein tolles Fest, das Kettwig mit Lebendigkeit füllt. Oder vielleicht beim Weinfest? These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. Natürlich gibt es noch viel mehr Feste in Kettwig. Es gibt das Kürbisfest, das Brunnenfest, den Feierabendtreff, Rocktoberfest, 50er-Jahre-Fest und so weiter. Diese Feste sind vor allen Dingen wichtig, um einen Raum zu schaffen für soziale Kontakte. Ein Raum, in dem Menschen zu Menschen sprechen, anstatt zu einem Smartphone. Aber es gibt noch etwas anderes, das für eine Stadt sehr wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger. Und das ist Kunst und Kultur. Denn Kunst und Kultur ist Ausdruck des menschlichen Daseins. Und wie vielfältig das Angebot in Kettwig ist, weiß am besten Peter Marx. Den habe ich mal gefragt. Das Kulturleben hier in Kettwig ist von ausgesprochen großer Vielfalt und sicherlich auch ein guter Grund, in Kettwig zu leben. Und es wird von den Bürgern selbst organisiert und auch zum großen Teil finanziert. Ein gutes Beispiel hier, ich stehe vor dem alten Bahnhof, unserem Kulturzentrum, und setzen Sie sich hin. Hier finden jedes Jahr über 60 Veranstaltungen statt, von Jazz über Literatur, Kabarett bis zum Rockkonzert. Und jede Woche gehen hier 1000 Leute an und aus für Sprachkurse und Reha-Kurse und Yoga. Das zweite Beispiel spiegelt dieses Engagement im öffentlichen Raum. Es ist unser Skulpturenpark, der über das ganze Stadtgebiet geht und so populäre Skulpturen beinhaltet wie das tapfere Schneiderlein, den Weberbrunnen am Tuchmacherplatz oder das Tuch am Stausee. Und all diese Skulpturen sind von Bürgern finanziert, organisiert und werden von ihnen gepflegt. Das ist ein Spiegel unseres Selbstverständnisses hier in Kettwig. Kunst und Kultur sind unerlässliche Elemente des menschlichen Lebens. Sie bereichern unser Dasein und fördern die Entwicklung einer vielfältigen und integrativen Gesellschaft. Aber genauso wichtig wie unser Geist ist auch unser Körper. Und für ihn sind Sport und Bewegung unverzichtbare Elemente eines gesunden und ausgeglichenen Lebensstils. Und deshalb ist es erfreulich, dass die Kettwiger Bürger eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, sich sportlich zu bewegen. Herzlich willkommen bei der Kettwiger Rudergesellschaft. Water covering my face, sinking low where there's no grace. Ja, und wenn die Kettwiger mal keine Lust auf Sport haben, dann schlendern die vielleicht mal einfach entlang der Ruhr oder machen einen Spaziergang in die Stadt. Bei einer Pause hat man dann die Wahl zwischen hervorragenden Cafés mit tollen Kuchen und Torten oder man geht ein Eis essen.
dem Markt kann man regionale Produkte kaufen. Und Kettwig hat ja auch einige sehr schöne kleine Läden und Boutiquen. Es ist ein hervorragender Nachmittag zum Entschleunigen. So, ihr habt jetzt gesehen, dass Kettwig eine lebendige Wohlfühlstadt ist. Und wenn ihr uns wieder mal besuchen kommt, dann setzt euch doch einfach mal auf eine Bank an der Ruhr, lasst die Seele baumeln, genießt die Stimmung und so nach und nach werdet ihr verstehen, warum Kettwig eine Perle an der Ruhr ist.